Drück für Police Department auf Jubel. Nein, es gibt wirklich nicht nochmal extra dann einen Questbeginn oder so? Ach kommt Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ich muss jetzt mit einem Lebenspunkt einen Bankraub durchführen. Oh Gott. Warum? Warum tut ihr mir das an? Warum? Habe ich euch irgendwas getan, dass ihr mich so hasst? Also das Auto fühlt sich ganz gut an, sagen wir es mal so. Ist schön geschmeidig in der Lenkung. Und auch so, denke ich, würde er ganz gut durchziehen, wenn ich ihn durchziehen lassen würde. Aber ich lasse natürlich mal die Tempobegrenzung drin. Ausnahmsweise mal nicht, weil ich nicht von Bullen erwischt werden will, sondern weil ich sehr an meinem Leben hänge. So. Mach mal hier durch. Weil ich sehr an meinem Leben hänge und jetzt nicht sterben möchte. Ganz sicher nicht. Oh Gott, das wird so super. Vor allem, wenn wir dann vielleicht noch Bullen am Hals haben bei der Verfolgungsjagd danach. Wird das ganz grandios, wenn wir hier mit einem Lebenspunkt auftreten. Wir müssen uns doch irgendwo heilen können, oder? Das muss doch irgendwie möglich sein. Können wir nicht mal bei Don Salieri vorbeischauen? Oder eine Apotheke oder so? Bitte. Moment, ich will mal kurz das... Nein! Oh Gott. Ich habe gerade in dem Moment auf Aussteigen gedrückt. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet gerade. Ich wollte auch nur mal probieren, ob man hier irgendwie reinkommt. Das ist aber keine gute Idee. Warum? Ist aber auch gar keiner da hier. Na gut, dann gehen wir mal zu Pauli. Wollen wir mal nicht so sein? Auf geht's. Und ich denke, es war eine ganz gute Idee, die abgesägte Schrotflinte auch mitzunehmen. Das kann nicht schaden. Hoffe ich mal. So haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Muni. Und kompensieren so vielleicht das, was wir durch das Verballern unserer Thompson verloren haben schon. So, wo ist denn das? Das wird hier, hier drüben, oder? Das Apartment? Klappt das? Ah, da. Ich sehe. Sehr gut. Los, Beeilung, schneller! Jetzt trinkt er bestimmt zusammen mit seinen Freundinnen erstmal einen Jules Bum und ich darf warten. Kennt das noch jemand, die Werbung? Ich glaube, die ist aus den 90ern sogar noch. Das ist uralt. Ich glaube, die kennt keiner mehr. Naja, gut, egal. Komm, Pauli, steig ein, schneller. Und gib mir Leben. Geh mit Pauli zur Bank. Ach, leckt mich doch, ihr seid so blöd. Ich hasse euch. Warum? Und? Ist alles klar? Ja. Hast du, was wir brauchen? Und ja, sag mal, dieser Pete ist ja total verrückt. Stimmt zwar, aber dafür hat er gute Ware. Warum heißt er Yellow? Hast du seine Zähne gesehen? Die gelbsten Zähne der ganzen Stadt. Und außerdem stinken sie am meisten. Ja, ganz genau. Ja, super. Ich bin auch total zu Scherzen aufgelegt gerade und bin unglaublich fröhlich und glücklich, weil ich ja zum Glück nicht weiß, dass ich mit einem Lebenspunkt gleich einen Bankraub inklusive Verfolgungsjagd über mich ergehen lassen muss. Warum? Bitte lasst nochmal irgendwie eine neue Mission beginnen dann. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich kann doch jetzt nicht damit da reinrennen und dann... Oh Gott. Ansonsten muss ich das alles nochmal nachspielen. Scheiße. Ja gut, ansonsten würde ich das aber natürlich ohne euch dann nochmal nachspielen, weil es sonst auch langweilig ist. Und euch dann wieder ab der Bank teilhaben lassen an der ganzen Chose. Aber erstmal schauen. Vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Vielleicht hört ja irgendjemand meine Gebete da oben. Und lässt dann doch noch eine neue Mission anfangen mit neuen 100 Lebenspunkten oder so. Ich glaub's aber nicht. Ganz ehrlich. Ich werde wohl heulend dann davor stehen und... Ach, fuck. Naja. Muss auch mal sein. Mach so richtig schön auf die Schnauze fliegen, jawohl. Ach, Mist. Aber ich weiß nicht, ob ich dann das mit dem Typen hier wirklich machen will. Mit, wie heißt er denn hier? Big Dick. Ob ich mir das dann wirklich antun will, weil das... Ich weiß nicht, irgendwie hat das so viele Lebenspunkte gefressen. Warum auch immer. Was? Ist ja nicht dein Ernst.
Und ich kann meine Waffe nicht abwerfen. Scheiße. Wirf die Waffe weg, wirf die Waffe weg, wirf die Waffe weg. Oh Gott. Servus. Die Waffe auf dem Boden gehört nicht mir. Nein, nein. Hier liegen überall abgesägte Schrotflinten rum. Ich kann nichts dafür. Okay, kein Problem. Ja, ja, passt schon. Puh. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Nein. Warum denn auch? So, macht euch vom Acker. Ich steig schon mal wieder ein, damit Polly wieder reinkommt und nicht überfahren wird. Ach, muss ich erst noch vorfahren? Ich weiß es ja nicht. Fährst du? Fährst du? Sehr gut. So. Ich will meine Waffe haben. Die lasse ich hier nicht liegen, ganz sicher nicht. Ja, sehr gut. Und los geht's. Auch wenn sowieso zu befürchten steht, dass wir nicht allzu weit kommen, will ich meine Waffe haben. So. Und weiter geht's. Weit ist es ja nicht mehr bis zur Bank. Aber wirklich genau in dem Moment, als ich meine Geschwindigkeitsbegrenzung rausgenommen habe, ist gerade ein Bulle da und sieht, wie ich so ein halbes Kilometerchen pro Stunde über der Höchstbegrenzung bin. Ist klar. Hier ist es, Tommy. Tatsächlich. Da sind wir. So, mal so ganz unauffällig direkt vor der Tür parken. Okay, gehen wir rein. Hello, Madam. Okay, los geht's. Bitte, bitte. Der Nebenjob heißt immer noch so, also werde ich wohl kein Glück haben. Nein, knack den Safe und stehl das Geld. Mit einem Lebenspunkt. Sehr schön. Also gut, Leute. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Ich sagte auf den Boden. Alle. Kümmere dich um die Wache. Natürlich. Oh Gott, ich muss mich auch noch beeilen, ich vergaß. Gebt mir irgendwas zum Heilen. Hallo? Was ist das denn? Es klemmt irgendwie. Na, das ist ja super. Es klemmt auch noch. Ja, kommt, wir laden nochmal. Wie gesagt, ich muss es wahrscheinlich ja sowieso nochmal spielen. Aber das will ich jetzt schon mal richtig sehen hier. Also gut, Leute. Schönes Bild auch. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Auf den Boden. Runter. Kümmer dich um die Wache. Na klar. Die Zeit läuft. Oh. Huhu. Spitze! Oh Gott. Also ich spiele es jetzt alles nochmal durch bis dahin. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich vollkommen verzweifelt dort wieder angekommen bin. Und wie gesagt, ich hatte ja Bock, das durchzuspielen, aber der schwindet so langsam. Und ich habe es irgendwie schon befürchtet. Also bis gleich dann, ne? Auf ein neues, meine Freunde. Knack den Safe und stehl das Geld. Ich habe es jetzt nochmal gespielt. Wartet mal, ich mach mal Pause, weil Polly ja gleich anfängt. Ich habe es jetzt nochmal gespielt alles und ich habe echt eigentlich keine Lust mehr jetzt und mehr. Aber mal schauen, vielleicht kommt die Lust jetzt wieder, wenn wir jetzt hier den Safe knacken. 56 Lebenspunkte verbleiben hier. Ich würde sagen, das trägt dem ganzen Rechnung, dass wir jetzt ständig hängen geblieben sind. Oder dass ich ständig hängen geblieben bin. Und auf der anderen Seite lässt es noch genug Spielraum, um mal getroffen zu werden von irgendeinem Arschloch und trotzdem zu überleben. Also ich denke, so ist es okay. Und jetzt hat es ja so abgespeichert, von daher kann es jetzt eigentlich losgehen. Also, bitte sehr, Polly, deine Bühne. Also gut, Leute. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Auf den Boden. Alle. Alle. Jo, mach ich. Ich warte bloß erstmal, bis er rauskommt. Stell dich mal vor die Tür. Jetzt macht er das wieder. Ich fasse es nicht. Okay, wir müssen nochmal laden. Offenbar scheint da irgendein Fehler drin zu sein, dass ich den Kerl nicht umnieten kann, indem ich ihm die Tür ins Gesicht baller. Also muss ich das schon vorher machen quasi. Also gut, Leute. Habe ich meine Waffe in der Hand? Ich weiß es gar nicht. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Auf den Boden. Alle. So, stellen wir uns mal gleich hier hin. Natürlich. Komm raus, Wache. Hallo? Wache? 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 Jetzt natürlich! Du Arschloch! Du dummes Schwein, ich fass es nicht. Das glaubt doch echt keine Sau hier. So, gut, weiter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss.
Safe. Machen wir erstmal den Weg zum Safe frei. Ich würde aber sagen, wir wechseln mal auf die Thompson. Ja. Falls wir hier mal ein bisschen auf Entfernung schießen müssen, ist das wahrscheinlich etwas besser. So, sieht gut aus. Ich bin es jetzt so von den Shootern gewöhnt, E zu drücken, wenn ich irgendwas benutzen will. Hier ist also zu. Dann würde ich sagen, lesen wir keine Zeitung, sondern wir haben ja schließlich keine Zeit. Gehen wir nach oben zu den... Ach, ja, Tommy. Gehen wir zu den Büros. Oh, Mann. Warum schießt du nicht? Alter! Ja, schöne Ansicht. Er hat nicht geschossen. Ich weiß nicht, wieso. Wir starten den Bankraub nochmal komplett neu. Ich glaube, das kann jetzt sich ganz schön in die Länge ziehen. Also dann. Also gut, Leute. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert es nicht. Auf den Boden! Alle! Komm, mach die Tür auf. Ha! So sieht das aus, mein Freund. So geht das. Pauli, kommst du klar? Ich hoffe doch. Oh, 25 Lebenspunkte. Soll ich dir irgendwie... Pauli? Was zur Hölle tust du? Alter! Nein! Das ist ja nicht euer Ernst. Jetzt muss ich auch noch Babysitter für Pauli spielen. Ich fasse es nicht. Also zum dritten Mal. Möchte jemand mitzählen? Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden. Wir bleiben erstmal hier, damit er wieder getriggert wird. Und dann gehen wir wieder sofort in die Ecke. Das hat ja ganz gut geklappt gerade. Ja, ja. So, wunderbar. Ja, sammel mal. Ja, sehr gut. So, Pauli, aufpassen. Ah, die scheinen erst... Ach, der sitzt hinter der Tür, ist klar. Warum habe ich so wenig Leben zur Hölle? Wer hat denn mir jetzt schon wieder das ganze Leben abgezogen? Okay, ich könnte nur... Schnauze. Ich könnte nur brechen hier. Mache ich das jetzt mit dem... Ach komm, das wird sowieso nichts, aber ich mach's einfach mal. Nein, ich will nicht die Call Detective Special, Gott verdammt. Nur der Filialleiter. Was? Wo finde ich den Filialleiter? Er ist oben in seinem Büro. Oh. Hallo? Seid ihr bescheuert, oder was? Ja, komm rum, Mensch. Nein, bitte. Gnade. Ich habe Frau und Kinder. Ist mir egal. So, der ist tot. Auf geht's. Ich hoffe mal, das ist richtig hier. Nein, bitte. Gnade. Du willst nicht. So, nachladen. Bring mich nicht um. Ja, du bist mir doch egal, junge Mann. Halt die Schnauze. Der Bastard macht uns alle kalt. Ich geb dir gleich eins auf Bastard. Da ist keiner. Da ist keiner. Wir gehen durch. Ach so, das ist die andere Treppe, die wir gerade eben gekommen wären. Okay. Office, Office. Alles zu. Das ist da. Okay, dann wird es wohl da drüben sein. Weh, jetzt geht irgendwie die Tür auf. Direktor, mein Freund. Hast du einen Schlüssel für mich? Der Schlüssel zum Safe. Der ist da drüben im Schrank. Bring mich nicht um. Ich hab... Kinder. Ja, ja, mein Freund. Welcher Schrank, bitte? Sag mir, ach hier, okay. Schalütze, sehr gut. Weiter geht's. Schön unten bleiben. So, ich würde aber sagen, wir nehmen die andere Treppe. Ganz einfach, weil hier auch der Weg nach unten ist. Ach, Mann. Ich sehe es jetzt schon scheitern hier alles. Immer noch keiner? Gut. Mach mal auf hier. Hallo? Du hast doch den Schlüssel. Hast du den Schlüssel nicht eingesammelt? Was zum Henker? Nochmal kurz gucken.
Super. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ganz großes Kino ist das hier. Klappt alles wieder wunderbar in diesem Spiel. Schlüssel ist weg. Ja. Mit dem kann ich auch nicht mehr reden. Da soll mir mal bitte jemand erklären, wieso jetzt diese verfluchte Tür dort nicht aufgeht. Ach Mann, und meine Zeit. Es geht nicht. Was ist denn das für ein Mist hier? Leute, ich habe da den Schlüssel gerade rausgeholt, oder? Oder ist das ein Schlüssel? Nee, ist der Schlüssel für den Safe, aber wo nehme ich denn dann den Schlüssel für dieses verfluchte Gitter her? Polly, hilf mir! Polly, ja, du hast auch die grandiose Aufgabe hier. Das ist unglaublich herausfordernd für dich, ich weiß schon. Ja, also ich nehme an, wir schaffen das jetzt sowieso nicht mehr hier. Von daher können wir das jetzt auch hier noch fix nutzen, um... Aha. Müssen wir hier hin? Ich glaube doch nicht, oder? Nee. Ja, da können wir es jetzt auch noch fix nutzen, um hier zu eruieren, wo wir denn diesen Schlüssel auftreiben können, diesen vermaledeiten Schlüssel. Könntest du mal bitte die Treppe nehmen? Danke. Mann. Ja, die Türen hier hatte ich probiert, ne? Vielleicht ist noch irgendein anderes Büro, in das ich muss, ich weiß es nicht. Nee, macht irgendwie auch keinen Sinn. Vielleicht ist es auch einfach mal wieder ein Spielfehler, also, würde ich sagen. Ach, kommt, wir können die Zeit mal ablaufen lassen, um zu gucken, was passiert. Was für eine Scheiße, ey. Ich will doch einfach nur diesen verfluchten Safe knacken und dann weg von hier. Mann, aber hier ist auch wirklich nichts, oder? Sieht nicht so aus. Nö. Geht uns nichts an, der richtige Safe ist unten. Die Zeit läuft ab. Ich gehe dann mal. Lalala. Tschüss, Polly. Oh, ich bin tot. Haha. War auch ein interessanter Tod. Okay, also, neuer Versuch. Was ist jetzt Versuch 4, oder?